Hallo ihr Karot da draußen und ganz herzlich willkommen zurück zu Plague Evolved. Ja, da ich jetzt hier beim Hauptspiel gerade nicht vorankomme, weil das einfach irgendwie zu schwer ist, habe ich mich dazu entschlossen, vorerst die offiziellen Szenarien durchzuführen. Und ich habe das jetzt schon mal getestet gehabt mit Aufnehmen, ob alles so richtig ist und so. Und wir beginnen heute mit dem Frozen Virus. Weil da wird schon alles auf jeden Fall freigeschaltet. Und deswegen machen wir das Ganze einfach auf einfach. Weil es einfach einfach ist, ne? Normal lasse ich lieber sein. Ich habe keinen Plan, wie man sich da verhalten soll. Und wir starten einfach mal. Wir lassen hier den Namen einfach mal drin und beginnen. Okay, das Ding war jetzt irgendwie 30 Millionen Jahre oder so eingefroren. Und jetzt müssen wir die Menschheit damit wieder zurück in die Steinzeit verfrachten. Alle Menschen sollen zu Neandertalern werden. Deswegen weiß ich jetzt schon, das braucht man jetzt nicht mal zu lesen. Das heißt, wir müssen die Menschheit auch nicht mal töten. Das reicht wirklich, wenn wir also einfach nur alle, also dass sie so einen Gedächtnisverlust erleiden und alles. Kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie das Ganze hier verbreitet wird und sowas. Das zeige ich euch gleich mal. So. Hier einmal die Übertragung, müssen wir hier einmal über Wasser und so, dann wird das hier gemacht, oh, das kann jetzt, also man kann ja dann später noch was weitermachen und dann kommt das hier mit den Vögeln und alles dazu. Symptome, geht dann hier so voran und hier ist dann irgendwas mit der Neandertaler und Zeug so, also das sind so verschiedene Sachen, die man freischalten muss, zum Beispiel hier kann man nichts machen, deswegen muss man erstmal das hier machen, damit man dann hier die Hitze freischalten kann. Und wenn wir was können, machen wir das Ganze hier gleich auch, dann kommt das nämlich auch noch, was wir natürlich auch mal brauchen. So. Ja. Schon 2000 Menschen in Russland infiziert, 3000. Also es geht schon recht schnell voran. Es geht jetzt gerade sogar schneller als vorhin, als ich das mal getestet habe, weil hier den Außenländer kam nicht ganz so schnell. Wir wollen das hier, müssen wir auf jeden Fall komplett auf 2 ausbauen, sonst kommen wir da nicht weit. Okay, ja. Machen wir erstmal weiter. Müssen erstmal wieder ein paar DNS-Punkte sammeln, damit wir hier vorankommen. Das hier ist natürlich ein Virus und deshalb müssen wir für die Zurückentwicklung zahlen. Deswegen lassen wir es einfach. Das wird jetzt hier so bis 50%. Oh, Grönland ist direkt infiziert, ist ja auch eingefroren. Das heißt, wir haben ja hier dieses Einfrierding auf komplett voll, ne? Und deswegen ist das da ins kalte Land direkt hineingeruscht, sag ich mal. Ja, das verbreitet sich gerade ganz schön schnell. Das ist auch gut so. Wir müssen aber wirklich dafür sorgen, dass diese heißen Länder hier gemacht werden können. So. Machen wir das ja auch nochmal. Und dann machen wir als nächstes hier weiter. Da wollte jetzt noch einen kleinen Moment, bis es hier wieder weitergehen kann. Wie man hier sieht, das Ganze hier oben, wo es auch kälter ist, hier Russland, ist schon alles. Denkst du, die warmen Länder, die brauchen eben noch einen kleinen Moment. Aber es kommt alles noch. Jetzt geht es gerade recht langsam voran. Und Grönland ist jetzt nämlich auch gleich komplett infiziert. Hier jetzt geht es langsam zu den wärmeren Ländern. Es verbreitet sich auf jeden Fall. So, machen wir es über... Das jetzt, nehmen wir mal das hier. So, jetzt kann man nämlich hier dann Vögel machen, was wir auf jeden Fall machen, damit wir es hier über Land noch einfacher verbreiten können. Hier brauchen wir hier 12, okay. Also beim letzten Versuch habe ich es geschafft, dass ich hier die WM abblasen lassen habe, weil die alle Angst irgendwie hatten, deswegen wurde das Ganze abgesagt. So, eine halbe Milliarde Menschen haben wir jetzt. Und ja, wie man sieht richtig, wie sieht das hier alles aus, Dings verbreitet, hier gehen überall Dings rum. So, machen wir jetzt Wasser auf 2. Und das können wir auch nochmal machen. Na, jetzt verbreitet sich das hier wieder weiter. Jetzt sind wir nur noch hier, wo es wirklich richtig warm ist. Also wird jetzt weniger. Wir müssen jetzt warten, dass wir hier noch das ganze Land hier infizieren. Na, wir können einfach, wir müssen einfach nicht drauf achten. Jetzt ist es auf jeden Fall auf einfach. Das ist ein großer Unterschied zu normal, denke ich mal. Weiß es ja nicht. Kann ja auch sein, dass wir dann noch zurückentwickeln müssten. Aber ich mache es jetzt auf einfacher, weil ich
wirklich keine Lust habe. Das war jeder. So. Vielleicht mache ich das später auch nochmal. Wir haben mehr Zeit. Wir können ja alles hier tausendmal durchspielen. Ich meine ja, wofür habe ich denn diesen Kanal? Wir können ja so viel Let's Playen, wie wir hier wollen, wie wir lustig sind, ne? Boah, das hat jetzt gerade was gekostet. Ja, ist okay. So, jetzt lassen wir. Jetzt müssen wir sparen. Weil wir jetzt wirklich gleich für die Mammuts da, damit weil wir da wirklich viel für brauchen. Zysten, ja, schön. Ist egal, auch wenn dann später noch Menschen sterben, macht nichts. Wir sollen sie ja eh in die Steinzeit zurückkatapultieren. Also von daher sollte es kein Problem sein. Ja, haus da rein. Ja, haben wir jetzt schon hier infiziert? Gut. Die Länder sind auf jeden Fall alle infiziert. Das ist gut. Wir müssen jetzt aber nur noch kurz ein bisschen abwarten, bis sich das Ganze ausbreitet. Und dann haben wir sie. Können ja hier schon mal anfangen. Jetzt müssen wir wieder warten. Jetzt haben wir nachher keine Dings mehr übrig. Es ist nur noch dieses Gebiet, was wir jetzt hier noch machen müssen. Hier Algerien und sowas. Oh, jetzt haben wir Gelbsucht weiterentwickelt. Oh ja, jetzt breitet sich das aus. Gleich, oh verdammt. Gleich haben wir die ganze Menschheit infiziert. Es sind nur noch diese beiden Länder hier, denke ich mal. So, jetzt auch noch kurz warten. Und zack, letzter Mensch ist infiziert. So, zack, zack. Scheiße. Warte, wie mache ich denn das, dass es hier weitergehen kann? Da musste ich doch irgendwo... Vollständige Reparatur. So, jetzt kannst du nämlich hier gleich weitergehen. Hier eine Anatalerhafte Rückbildung. 44 brauchen wir dafür. Jetzt müssen wir mal was erwarten. Als sie anfangen, die Menschen zu sterben. Oh, das... Oh, heul nicht rum. Spanien beginnt zu zerfallen. Ich will die doch nicht töten. Ich will sie doch nur infizieren. Sollte doch nicht so weit kommen. System wird... Verstehe ich nicht. Nein, oh lol, ich habe gerade 14 Stück dazu bekommen. 44 brauchen wir auch so, ja. So, und Neandertaler. Yay! Menschen werden zu Neandertalern. Kann man das hier auch irgendwie sehen? Nö. Aber jetzt zerfällt gerade einiges. Wir versinken in Chaos. Wie viel brauchen wir hierfür? 36. Beginnt neue Neandertaler-Ära. Okay, finde ich gut. Oh, wir haben gewonnen. Das war jetzt easy. Pitovirus macht aus Menschheit Neandertaler. Also, wir haben gewonnen. Das Ganze in 494 Tagen. Könnt ihr mich toppen? Das seht ihr später. Schreibt mal wirklich, was mir gerade so einfällt. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier mal eure Bestzeit aufschreiben wollt und mal gucken, ob ihr mich auch toppt. Also jetzt, das ist ja nicht, hat ja lange gedauert, aber ich denke mal, ihr werdet sogar besser sein als ich, weil ich hier nicht so der Pro drin bin. Aber ja. Dann würde ich sagen, was war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst eine Bewertung da. Und wenn es noch was gewesen sein soll, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, bis dahin und tschüss.